Helmut Zenker, Mord in der Springergasse. Am letzten Freitag war Leopold Pollack, Leutnant des Sicherheitsbüros, 52, verheiratet, ohne Kinder, der Mann des Monats. In der Österreich-Ausgabe von Aktenzeichen XY werden regelmäßig vor der Bekanntgabe der ersten Ergebnisse in der Spätsendung die Männer des Monats vorgestellt. Tüchtige Gendarmeriebeamte, erfolgreiche Ermittler, tapfere Sparkassenangestellte und so weiter. Jeden Monat ein Mann des Monats. Ludwig Pollack ist anstelle seines Vorgesetzten, des Referatsleiters Gerhard Prikopa, der durch Auslandsaufenthalt verhindert war, vor den Schwarz-Weiß-Kameras gesessen. Grund: Im Vorjahr wurden von 23 verübten Morden 23 aufgeklärt. Grund genug. Der Interviewer, Experte des österreichischen Rundfunks für Verbrecherjagden, Dressurreiten und Mondflüge, ließ Pollack allerdings kaum zu Wort kommen. Pollack durfte fast nur mit Ja und Nein antworten. Er verzichtete in dieser Woche auf die Kantinenmahlzeiten, um Anspielungen auszuweichen. Der Briefträger Franz Weller hat es für einen erkrankten Kollegen des gleichen Zustellrayons übernommen, die fälligen Pensionen auch in dem Teil des Rayons auszutragen, für den er eigentlich gar nicht zuständig ist. Er machte sich dafür aber erst am Nachmittag des 5. August mit Genehmigung des für die Zusteller verantwortlichen Postinspektors auf den Weg. Die meisten Pensionsempfänger erwarten ihn schon in Gruppen auf den Gehsteigen vor den Haustüren. In der Springergasse 17 sind zwei Renten auszuzahlen. Weller klopft im Hochparterre an die Wohnungstür von Josephine Klamnik. Weil die Drehglocke unter dem längst unbenutzten Briefkasten kein Geräusch macht. Es wird ihm nicht geöffnet. Eine Frau mit Einkaufsnetz, die plötzlich hinter dem Briefträger steht, sagt: Sie müssen schon lauter klopfen. Daheim wird sie sein, weil ja das Licht brennt. Sie zeigt auf den Spalt unter der Wohnungstür. Vielleicht ist das Fenster auf die Straße offen, sagt sie schließlich, als auch auf stärkeres Klopfen niemand öffnet. Sie geht vor dem Briefträger auf den Gehsteig und zeigt ihm das Fenster der Pensionistin. Weller steigt auf den schmalen Mauervorsprung und schiebt den ergrauten Vorhang zur Seite. Sehen Sie was, will die Frau wissen. Ja, sagt Weller, da liegt wer auf dem Boden. Vielleicht ist der Frau schlecht geworden. Wer hat hier ein Telefon? Der Fleischhacker, sagt die Frau, der Waberer um die Ecke. Auch wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellt, kann sie nicht durch das Fenster schauen. Für den Mauervorsprung fehlt ihr der Mut. Weller alarmiert die Rettung. Als er ins Stiegenhaus zurückkehrt, entdeckt er eine junge Jugoslawin, die gerade dabei ist, die Wohnungstür der Klanek aufzusperren. Sie ist zum Aufräumen gekommen. Die Frau mit der Netztasche drängt sich in die Wohnung durch, kommt aber gleich im Vorzimmer zum Stehen. Die ist tot, die Klanek. Jetzt können sie die Polizei auch gleich verständigen. Nach wenigen Handgriffen bestätigt der Rettungsarzt, dass die Frau tot ist. Weller stellt sich dem Arzt, der mit den bereits angewiesenen Funkstreifenpolizisten sprechen will, in den Weg. Ist die Frau bestimmt tot? Ja, sagt der Rettungsarzt. Sie müssen wissen, ich bin hier der Briefträger. Heute werden die Renten ausgetragen. Na und? Ich muss ganz sicher wissen, erklärt Weller, dass die Frau tot ist. Ganz sicher. Ich will Sie nicht ärgern oder aufhalten, aber ich muss es eben wissen, bestätigt haben. Drum frage ich Sie, besteht hier noch eine Zustellbarkeit? Keinesfalls, sagt der Arzt. Erst jetzt schreibt der Briefträger beim nächsten Fensterbrett nach dem Durchstreichen des Namens der Frau auf der Zahlungsanweisung sein vorgeschriebenes Empfänger verstorben hin. Die erste Agenturmeldung ist lakonisch.
weil sie am Dienstag erst nach 19 Uhr in den Redaktionen der Tageszeitungen eintrifft, kommt sie für morgen, den 6. August, ohnehin zu spät. In der zweiten Zeit im Bild wird sie unkommentiert vor den Sportmeldungen wiedergegeben. Um 15.30 Uhr wurde die 61-jährige Pensionistin Josefine Klanek in ihrer Wohnung in Wien 2, Springergasse 17, tot aufgefunden. Die Polizisten der Funkstreife Wilhelm 1 armierten die Mordkommission, weil das Zimmer, in dem die Tote gefunden worden ist, verwüstet war. Der Rettungsarzt, der gleichzeitig mit der Funkstreife eingetroffen ist, stellt die Würgespuren am Hals der Toten fest. Gefunden wurde die Frau von der Jugoslawin Hanna Kajkovic, die einen Schlüssel zur Wohnung besitzt und jeden zweiten Tag zum Aufräumen kommt. Der Polizei ist es bisher nicht gelungen, festzustellen, ob etwas und wie viel aus der Wohnung geraubt worden ist. Der Nachmittag im Haus Springergasse 17 hat für Pollack nicht viel Ergebnisse gebracht. Er hat lediglich erfahren, dass die Pensionistin sehr oft Besuch vom Gastarbeitern hatte, was die Mehrzahl der Hausbewohner nicht verwunderte, denn jeder im Haus weiß, die Klanek besitzt in Wien-Stadlau zwei einstöckige Häuser, die an Gastarbeiter vermietet sind. Angeblich hat sie sich von der Jugoslawin, die zum Aufräumen kam, auch ihre Einkäufe besorgen lassen. Durch die Jugoslawin erfuhr Pollack auch die Adresse der beiden nebeneinander liegenden Häuser in Stadlau. Bis 20 Uhr war es Pollack möglich, mit allen gemeldeten Bewohnern des Hauses zu sprechen. Nur die Nachbarin, Frau Ernestine Jelinek, war nicht anzutreffen. Der Arzt ist dran, schreit Kubelka durch die Flügeltür. Er hält den Telefonhörer in der Hand. Herüberlegen, ruft Pollack. Die genietete Ledertür hat er fast immer geöffnet. Nur wenn er mit einer seiner Damenbekanntschaften Telefongespräche führen will, macht er die Doppeltür zu. Die stets offene Tür gewährleistet eine ausreichende Kontrolle seiner Mitarbeiter. Auf das Wort Mitarbeiter legt Pollack Wert. Derzeit hat er drei Leute zur dauernden Verfügung. Schreitel, 45, kommt vom Referat Raub. Kubelka, 28, und die Sekretärin Fräulein Steigendesch, die ihm erst vor 5 Wochen endgültig bewilligt wurde. Vorher war sie auf einem Bezirkskommissariat. Dort hat sie sogar eine elektrische Schreibmaschine zu ihrer Verfügung gehabt, so einen Kasten, den man kaum berühren muss, dann schreibt er schon. Hier muss sie sich allerdings auf der alten Olympia herumplagen. Bei der Sekretärin ist noch eine Einladung zu einem Abendessen fällig. Nächste Woche, wenn Pollacks Frau auf der Krankenkassenerholung ist. Schreitel steht schon im Zimmer neben dem kleinen Teppich, als Pollack den Telefonhörer auf den Apparat fallen lässt. Er lässt ihn wirklich fallen. Das ist vielleicht eine Verbindung, regt sich Pollack auf. Da sitzt der Doktor 2 Stockwerke unter mir im gleichen Haus und ich verstehe ihn so schlecht, als ob ich nach Tunesien telefonieren würde. Was hat er gesagt, fragt Schreitel. Du wirst staunen, sagt Pollack. Die Klanek ist erwürgt worden. Ja, sagt Schreitel. Das habe ich ja selbst gesehen. Moment, sagt Pollack langsam. Moment. Jetzt kommt es erst. Die Klanek hat kurz vor ihrem Tod noch Geschlechtsverkehr gehabt. Jetzt grinst der Polizeileutnant. Die alte Dame, staunt Schreitel. Frau, sagt Pollack. Gespräch mit Ernestine Jelinek. Kubelka. Wo sind Sie gestern am Nachmittag gewesen, Frau Jelinek? In Stammersdorf. Ich bin gleich nach Mittag gefahren, vom Wallensteinplatz weg, mit dem 231er. Kubelka. Was haben Sie in Stammersdorf gemacht? Frau Jelinek. Meinen Mann besucht. Ich besuche ihn fast jeden Tag. Pollack. Was macht Ihr Mann da? Laut Zentralmeldeamt ist er in Ihrer Wohnung gar nicht gemeldet. Frau Jelinek. Der Johann ist tot. In Stammersdorf ist der Friedhof. Ich fahre praktisch jeden Tag hin. Pollack. Entschuldigung. Kubelka.
Kennen Sie, ich meine, kannten Sie die Frau Klanek? Frau Jelinek, freilich kenne ich die. Sie hat ja die Wohnung neben meiner gehabt. Pollack, kannten Sie sie besser oder nur so? Frau Jelinek, besonders viel habe ich nicht mit ihr zu tun gehabt. Sie hat sich auch nicht viel um die anderen Parteien geschert. Hat ja sowieso laufend Besuche gehabt. Kubeger, von den Gastarbeitern? Frau Jelinek, ah, das wissen Sie schon? Dann wissen Sie ja auch, warum die gekommen sind. Pollack, sicher. Kubeger, die Miete abliefern. Frau Jelinek kichert. Im Gegenteil, die sind nur dann gekommen, wenn sie kein Geld gehabt haben, das sie abliefern konnten. Die Klanek hat die Jugoslawien die Miete bei ihr abarbeiten lassen. Wenigstens zum Teil. So war das. Pollack, Sie meinen, die Frau hat, ich will sagen, Kubeger. Sie hat sich also die Miete auch mit, na sagen wir, Liebesdiensten bezahlen lassen? Frau Jelinek, ja, fast jeden Tag waren welche da bei ihr in der Wohnung. Fast jeden Tag. Kubeger, wieso sind Sie so sicher? Die anderen Hausbewohner haben die Jugoslawen zwar auch gesehen, aber die haben offenbar keine Ahnung gehabt. Frau Jelinek, ich habe eben eine Ahnung gehabt. Pollack, also woher? Hat die Klanek Ihnen das selbst erzählt? Frau Jelinek, erzählt nicht. Mit der habe ich doch nichts geredet. Ich habe die Wohnung daneben. Die alte Sau war ja nicht einmal leise. Kubeger, haben Sie die Jugoslawin selber gesehen? Frau Jelinek, natürlich. Meine Tür ist immer offen, wenn ich daheim bin. Ich habe nur das eine Zimmer, wissen Sie, eigentlich nur ein Kabinett. Das Stiegenhaus ist sozusagen mein Vorzimmer. Pollack, würden Sie welche erkennen, wiedererkennen? Frau Jelinek, möglich, ich weiß es nicht. Die schauen ja alle gleich aus. Pollack im Auto auf dem Beifahrersitz, unter den Gurt gequetscht. Schreitl lenkt. Die Dolmetscherin sitzt hinten und raucht eine filterlose Zigarette. Rückfahrt. 5 Stunden haben die Befragungen der Jugoslawen gedauert. Nachdem Schreitl noch gestern eine vollständige Liste der Jugoslawen, die in der beiden Klanek-Häusern wohnen, zusammengestellt hat, insgesamt 32, davon 5 Frauen und 7 Kinder. Fast alle der Jugoslawen arbeiten in der gleichen Aufzugs- und Rolltreppenfirma. Die Dolmetscherin hat Pollack tatsächlich gebraucht. Die Jugoslawen haben fast alle, wie er sich das im Voraus gedacht hat, plötzlich kein Wort Deutsch mehr geredet. 6 gaben jedenfalls schnell zu, öfter bei der Hausbesitzerin Klanek gewesen zu sein. Einer von denen 6 ist mit der Aufräumefrau Kajkovic, die die Tote gefunden hat, verheiratet. Das bringt Pollack zu einer Vermutung. Er schickt, als sie im Sicherheitsbüro eintreffen, Schreitl in die Springergasse los. Kubeger fragt bereits in der Firma nach, ob einer der Gastarbeiter gestern nicht zur Arbeit gekommen oder früher weggegangen ist. Erfolg am Rande. 3 Jugoslawen haben keine Arbeitsbewilligung, die sitzen schon auf dem zuständigen Stadtlauer Kommissariat. Die Beamten, die für die Durchsuchung der Wohnung der Klanek verantwortlich sind, ein Unterfangen, das vorerst ohne Erfolg geblieben ist, haben nun doch etwas gefunden. Einen Taschenkalender der Toten, der in einem Fach unter dem Fenster versteckt war. Dass der Kalender der Toten gehörte, ließ sich leicht feststellen, weil Josephine Klanek selbst ihren Namen und ihre Adresse auf die erste Seite notiert hatte. Bei verschiedenen Tagen sind Eintragungen zu finden, meistens nur Uhrzeiten, aber keine Notiz für einen Tag, der noch nicht vorbei ist. Das kleine Adressenverzeichnis am Ende des Kalenders ist leer. Auf der vorletzten Seite steht unter dem gedruckten Wort Notizen eine Eintragung. 62 27 86 RB 500.000 35 22 87 JH 900.000 24 24 49 MK 700.000.
Pollack ist sicher, dass es sich bei den vorderen Zahlen um Telefonnummern handelt. Er versucht es mit der ersten. Wahrscheinlich ein Anschluss im ersten Bezirk. Ein Mann meldet sich, der erklärt, er sei Anlageberater und habe sich ohnehin gerade an die Polizei wenden wollen, nachdem er aus der Zeitung erfahren habe, dass eine seiner Kundinnen ermordet worden ist. Pollack lässt sich die Adresse des Mannes geben und bestellt seinen Wagen zum Eingang. Nach einer halben Stunde wieder im Büro weiß er Bescheid. Insgesamt hat der Berater Robert Buchinger für die Ermordete 493.000 Schilling angelegt. Davon nur 50.000 auf einem gewöhnlichen, jederzeit verfügbaren Konto. Die beiden anderen Telefonnummern kannte der Anlageberater Buchinger nicht. Er hält es aber für möglich, dass Josephine Klanek auch andere Berater oder Beratungsbüros beauftragt hat. Die Pensionistin war also, wenn sich auch die zweite Zahl in den Klammern als richtig herausstellen sollten, Millionärin. Buchinger hat übrigens keine Ahnung, wer als Erbe in Frage kommt. Schreitel und Kubecker sind zurück. Pollacks Vermutungen sind bestätigt. Zwei der Bewohner des Hauses Springergasse 17 können sich erinnern, dass die jugoslawische Aufräumefrau am Dienstag bereits um 14 Uhr im Haus war. Das heißt, als sie um 15.30 Uhr an der Wohnungstür war, ist sie bereits zum zweiten Mal im Haus gewesen. Laut Arztbericht ist die Klanek wahrscheinlich zwischen 13 und 14.30 Uhr ermordet worden. Kubecker bringt eine ebenfalls passende Information. Kajovic und ein zweiter Jugoslawe waren am Dienstag nicht in der Aufzugsfirma. Er oder sie, schreit Schreitel, jetzt können wir raten. Wird kein großes Problem sein, glaubt Pollack, der überzeugt ist, dass die Angelegenheit jetzt ruckzuck aufzuklären sein wird. Er beeilt sich nicht einmal zum Auto. Schreitel setzt sich ans Lenkrad und die Dolmetscherin muss auch noch einmal mit nach Stadlau. Kubecker soll sich um die restlichen zwei Telefonnummern kümmern. Pollack denkt im Auto die verschiedenen Möglichkeiten durch. Am ehesten glaubt er daran, dass der Mann der Aufräumefrau die Pensionistenmillionärin erwürgt hat. Die Frau wird ein zweites Mal in die Wohnung gekommen sein, um in der Wohnung etwas mitgehen zu lassen. Wird kein großes Problem sein, sagt Pollack, jetzt auch zur Dolmetscherin, die hinten in der Mitte sitzt. Dann redet Pollack nur noch mit sich selbst. Lange haben wir nicht gebraucht. Zwei Tage und die Angelegenheit ist geschupft. Der Papa Pollack hat das wieder im Handumdrehen erledigt. Die zwei werden schnell umfallen. Der Prikopa kann froh sein, dass er mich hat. Es ist doch ein Problem geworden. Eine Stunde ist fast wieder um. Der 35-jährige Enver Kajkovic hat zwar zugegeben, am Dienstag doch bei der Ermordeten gewesen zu sein. Die Wohnung, sagte er, hatte er aber schon vor 12 Uhr wieder verlassen. Seine Frau erklärt, dass sie um 14 Uhr die Leiche der Klanek entdeckt hat, dann aber ihren Mann gesucht hat, weil sie der Meinung war, er habe die Klanek umgebracht. Warum sie dann noch einmal in die Wohnung wollte, sagt sie nicht. Adoptieren hat sie was wollen, schreit Schreitel. Ist eh klar. Die Dolmetscherin übersetzt. Die Jugoslawin macht jetzt den Mund gar nicht mehr auf. Pollack will beide ins Sicherheitsbüro mitnehmen. Stur können ihm die zwei nicht kommen. Er überlegt bereits ein neues Manöver, kommt aber zu keinem Schluss, weil ein Anruf für ihn da ist. Pollack muss ins nächste Wirtshaus. Setz die zwei gleich ins Auto, sagt Pollack zu Schreitel. Im Wirtshaus wird Pollack vom Ober mit dem Telefonhörer in der Hand erwartet. Kubecker meldet sich. Der Ober geht einen Schritt vom Telefon weg. Die Geschichte ist geklärt, sagt Kubecker. Ein Geständnis habe ich auch schon. Von wem, will Pollack wissen. Wer hat was gestanden? Der Mann heißt Michael Gröll, Anlageberater, Steuerberater. Das war der letzte von den drei Herrschaften im Kalender. Der hat alles sofort zugegeben, als ich die Unterlagen seiner Anlagen für die Klanek anschauen wollte. Alles unterschlagen?
Fast alles. Pollack geht nicht mehr ins Haus zurück. Die Dolmetscherin, die noch im Haus wartet, lässt er vom Schreitel rausholen. Das jugoslawische Ehepaar wird trotzdem mitgenommen. Auf der Reichsbrücke schert ein Fiat aus der rechten Fahrspur aus, direkt vor dem Polizeiwagen, den Schreitel stark abbremsen muss, weil er mit 80 gefahren ist. Pollack rutscht vom Sitz, er hat sich nicht angeschnallt. Mit der nächsten Ampel kommt der Polizeiwagen rechts neben dem Fiat zum Stehen. »Dreh das Fenster herunter«, sagt Pollack zu Schreitel. Er beugt sich zum Fenster und schreit »Trottel«. Dann setzt er sich wieder gerade hin und schaut zur Ampel. »Kannst wieder hinaufdrehen«, sagt er leise. Der Autor, Helmut Senker, 1949 bis 2003. Seit 1973 freier Schriftsteller, seit 1989 auch Regisseur. Romane, Theater, Kinderbücher, Lyrik, Drehbücher, Comedy, Essays, Comics, Lieder. Seine Bücher sind in 23 Sprachen erschienen. Mitbegründer der Literaturzeitschrift Wespennest, 1969. Zahlreiche Literaturpreise, TV- und Filmpreise. Für Kottern ermittelt und Tohuwabohu. Unter anderem Goldene Kamera, Adolf-Grimme-Preis, Preis der Berliner Filmfestspiele, UNESCO-Preis, Romy, New York Video Award, alle Drehbücher für Kottern ermittelt, ORF und ORF-ZDF 1976 bis 1983 und für Tohuwabohu, ORF und ORF-BR 1990 bis 1998. Auch Regie, Schnitt. Zahlreiche Fernsehspiele, Drehbücher für 9 Kinofilme, 15 Hörspiele, zum Teil mit Gernot Wolfgruber, Lieder, Texte und Arrangements für diverse Popproduktionen. 1984 bis 88 Pop-, Literatur- und Kabarettproduktionen für das eigene Label Run Records mit Lukas Resetaritz, Hans Krankl, Kotterns Kapelle und vielen anderen. Helmut Senker war Lastwagenfahrer, Briefträger, Sonderschullehrer in Wien, Mathematik- und Musiklehrer in Tirol. Peter Patzak, Regisseur, Maler, Autor, geboren in Wien, studierte Psychologie und Kunstgeschichte und Malerei. Erste Ausstellungen unter der Patronanz von Albert Paris Gütersloh. Mitte der 60er Jahre wurde er zu der Film of Art Show nach New York eingeladen. Von 1968 bis 1970 arbeitete er in New York. Es entstand eine Reihe von Experimental- und Kurzfilmen. Bis heute entstanden rund 100 szenische Arbeiten für Kino und Fernsehen. Darunter Kasbach, Wahnfried, Richard und Cosima, dem offiziellen Beitrag bei den Filmfestspielen Cannes. Nach der Rückkehr nach Wien drehte er bereits 1972 seinen ersten Kinofilm, Die Situation. Seit 1990 ist er ordentlicher Universitätsprofessor an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Einen Namen machte sich Peter Patzak mit der anarchistischen Parodie auf das Kriminalgenre, mit der Kultserie Kottern ermittelt, für die er in der Zeit von 1976 bis 1983 alle 19 Folgen inszenierte. Aus der Zusammenarbeit mit dem Autor Helmut Senker entstanden insgesamt 27 Filme. Peter Patzak wurde mit vielen Preisen bedacht, unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis, einer Oscar-Nominierung, der Goldenen Kamera, der Goldenen Romy, dem Preis der Berliner und Moskauer Filmfestspiele, Kasbach, dem Preis der russischen Filmschaffenden in Moskau 1996, für Shanghai 1937, dem UNESCO-Preis für gelobtes Land. Mit Retrospektiven aus seinem umfangreichen und vielseitigen Schaffen wurde Peter Patzak bei der Cinémathèque Française und auf dem Max Ophüls Festival geehrt. Weitere Retrospektiven fanden in Berlin, den österreichischen Filmtagen, bei den Festivals in Kairo, Damaskus und Shanghai statt. 2002 erhielt Peter Patzak für die Verfilmung Die Wasserfälle von Sluni nach dem gleichnamigen Roman von Heimito von Todra den Regiepreis in Venedig. Meisterhafte Kontrolle aller szenischen Elemente,
den erzählerischen, den musikalischen sowie darstellerischen, tragen zudem Affresk einer faszinierenden Epoche bei. So die Jurybegründung. Der Film erhielt auch den österreichischen Volksbildungspreis. 2003 erhielt er für Zodiac Sign den Director's Award, Emerging Maverick Award, San Jose Film Festival. Bereits in den 60er Jahren startete Batzak seine Karriere als Maler mit regelmäßigen Ausstellungen unter dem Titel Kommunikationsmaschinen und TV-Bilder, später unter Lost and Found, kürzlich unter La Porte delle Vecchie und Finestre con Vedute. Seine letzte Ausstellung hatte den Namen Daten. Peter Batzak fungierte bei vielen seiner Filme auch als Autor, Co-Autor und Produzent. Viele seiner Bücher wurden auch vertont, unter anderem sein letzter Roman Der Geist der Farbe, der 2005 erschienen ist.